Erlangen soll Bundeshauptstadt der Medizin werden. Eine politische Vision schwebte Oberbürgermeister Balleis bei seinem Amtsantritt vor. Erlangen soll langfristig zur Bundeshauptstadt der medizinischen Forschung, Produktion und Dienstleistung werden. In 6 Monaten wurde ein Konzept erarbeitet, das Stadt, Industrie und Bürger mit einschließt. Wir können uns vorstellen, einen Schülerwettbewerb, wir können uns vorstellen, eine Bundesveranstaltung für Dreamtrap ins Grüne, wir können uns vorstellen, eine Ausstellungsreihe im Rathaus zu dem Thema Medizinstandort und Stadt der Gesundheit. Wir können uns vorstellen, die Frage, eine stärkere Kooperation oder ein Hineinwirken der Universität in die Bürgerschaft beim Thema Gesundheit. Wir wollen die Wirtschaftsförderung koppeln mit dem Arbeitskreis Medizinstandort. Wir haben vor, einen Zyklus an der Volkshochschule zu dieser Frage. Die Stadt treibt dabei mit ihrer Innenpolitik die Entwicklung einer geeigneten Infrastruktur voran. Ziel ist es, ein kreatives Milieu zu schaffen, das vor allem kleineren Firmen die Möglichkeit geben soll, sich wirtschaftlich zu entwickeln. Siemens Med ist einer der wichtigsten Bausteine bei der Verwirklichung des Konzeptes. Doch auch wenn die Investition auf dem ehemaligen US-Areal nicht erfolgen sollte, das politische Vorhaben bleibt weiter bestehen. Ich bin überzeugt, dass es nach Erlangen kommen wird, um auch diese wichtigen Impulse für Erlangen nun zu geben. Mit Sicherheit, aber da will ich mich so weit nach vorne wagen, wird dieses Konzept weiter umgesetzt werden, denn Sie haben ja gehört, dass wir sehr viele Betriebe in Erlangen haben, wenn ich auch nicht leugnen will, dass Siemens